Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Batman Arkham Asylum. Und ja, wir haben die Ärzte gerettet. Der Fahrstuhl ist ja aufgetaucht. Dr. Young ist mit Cash in die Mansion zurück wegen bestimmten Unterlagen, die sie benötigt. Und ja, es ist sehr vertrauenserweckend wie alles hier, dass wir jetzt den Fahrstuhl benutzen können. Den hat anscheinend Joker extra für uns hochgeholt. Eigentlich sehr aufmerksam von ihr, aber man weiß nie, was wirklich eine Falle ist und was nicht, ne? Denk mal drüber nach. Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Meinen Ängsten stellen. Das klingt gar nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Ja, vielleicht haben sich schon ein paar gedacht, in puncto Ängste, dass man sowas in Batman immer mit Scarecrow verbindet. Scarecrow ist eigentlich auch ein cooler Charakter, aber eine der schlimmsten, wie ich finde. Ich mag den Schauspieler bei den aktuellen Filmen nicht. Ich finde ihn so, ich weiß nicht. Und ja, der beste Grund überhaupt, einen Charakter nicht so wirklich zu mögen. Ne? Aber ich finde, Scarecrow, weil er mit den Ängsten spielt, das ist einfach so fies. Aber ich mag es, wie er gestaltet ist. Auch so dieses, ja, dieses Konstrukt des Charakters, sag ich mal. Der ist eigentlich echt gut gelungen. Und die Stellen hier fand ich damals so verdammt unheimlich. Mittlerweile geht's ja. Ich weiß ja, was passiert, deswegen habe ich nicht mehr so wirklich die Angst, aber ich finde es trotzdem, es ist wirklich gut gestaltet. Okay. Sein Empfang von Scarecrow, das ist nicht gut. Hier liegt gar nichts, okay. Das Rätsel, was hier jetzt angesprochen worden ist, das können wir erst später machen. Warum ist das Bild so schief? Ist mir noch nie wirklich aufgefallen irgendwie. Ich habe es immer gekonnt ignoriert, das kann natürlich auch sein. Natürlich ist die Musik hier jetzt richtig, richtig passend und schön. Und ja, hier war, was ich immer echt unlogisch fand hier an der Stelle, warum wird hier von hier aus jemand weggeschliffen, wenn hier doch gar kein Gang ist, nur damit ich sehe? Da können wir nicht durch, müssen wir hier hin und verdammt, wir sind zu spät, oder? Es tut mir leid, Trin. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Ja, das Ganze ist mehr als seltsam, auch dass das Bild sich so ein bisschen neigt und alles. Und damals bin ich hier mit dem Detektivmodus langgelaufen. Mir ist beim ersten Mal nicht aufgefallen, dass seine Augen leuchten. Weil im Detektivmodus leuchten die nämlich auch, beziehungsweise dachte ich, die würden dann dadurch leuchten. Ich habe das irgendwie gar nicht richtig registriert. Und
Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich damals nicht, ich gebe es zu, im Fahrstuhl ist ein Gas ausgetreten. Wir stehen nämlich unter den Einfluss von Scarecrow. Deswegen ist das Bild schief, deswegen die Musik. Deswegen ist Oracle nicht zu erreichen, deswegen die ganzen süßen neuen Bewohner und alles. Weil wer Scarecrow nicht kennt, weiß nicht, dass er immer mit einem bestimmten Gas agiert. Dass dann die Leute einatmen und dann kriegen die Wahnvorstellungen. Und ja. Die sind immer noch, ne? Ich dachte, die würden jetzt aufhören. Und wir durchleben jetzt selber mal so einen Albtraum. Aus dem Leichenhaus, okay. Du solltest nicht hier sein. Ich bin aber hier. Du solltest nicht hier sein. 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 Es ist... Du solltest nicht hier sein. Ja, also... Ich, diese Stelle, die hat mich damals so wahnsinnig gemacht. Richtig wahnsinnig, weil du die ganze Zeit diese Stimmen hörst. Und hier ist kein Weg und du bist am Verzweifeln, weil hier gibt es wirklich keine Möglichkeit und ähnliches. Überhaupt nichts. Und du drehst langsam richtig, richtig durch. Und dabei muss man eigentlich nur darauf achten, was die sagen. Komm da raus, du solltest nicht hier bleiben. Das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass wir hier wieder raus sollen. Aber ich muss sagen, diese Stelle, die ist einfach nur genial gemacht. Das ist richtig, richtig Psycho, bis zum geht nicht mehr. Ich habe das bestimmt ein bisschen versaut mit meinen Reden, aber ja. Richtig auf ein Spiel einlassen kann man sich halt nur, wenn man es selber spielt. Und ja, wir sind eigentlich rausgegangen und jetzt sind wir doch wieder hier und da sind jetzt Leichensäcke, die sich komisch bewegen. Es ist auch vollkommen egal, welchen Leichensack wir zuerst öffnen. Die sind in einer festgelegten Reihenfolge, wen oder was wir dort sehen. Vater, du hättest ihm die Stirn bieten müssen, wie ein Mann. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Ich finde das so creepy. In einem dritten Sack, wer wird da sein? Sind wir das vielleicht? Viel schlimmer. Scarecrow war da. Und... Oh! Die Gegend hat sich verändert. Ja, wir haben den Bosskampf gegen Scarecrow richtig, richtig geil gestaltet. Sind viele der Meinung auch. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht und interessant. Und kenne ich so... Also es ist so ein bisschen so vom Stil her halt ein kleiner Widerspruch. In sich, wir kennen es ja sonst immer nur die Kämpfe gegen ihn. Ich halt die Klappe. Arme kleine Fledermaus, jetzt bist du in meiner Welt. Zum stilistischen Bruch meine ich halt deswegen, weil es ja normalerweise so ist, dass wir halt von Angesicht zu Angesicht gegen die kämpfen und dann mit unseren Fäusten oder mit den Equipment, was wir haben. Und hier ist es wirklich jetzt reines Geschick, uns nicht von seinem Licht erwischen zu lassen. Gehst du auch runter? Ja, gut. Weil sobald wir vom Licht von ihm erfasst werden, ist dieser Kampf vorbei.
Was ich auch echt gut finde, ist, dass wir zwischendurch mal so wechseln, als wären wir er. Das ist eigentlich das, was ich an Scarecrow halt so mag. Aber was... Aber ich... Oh, der ist einfach so psycho. So extrem psycho. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier müssen wir... Nein, Batman. Nicht entkommen. Doch, kann ich. Hier drin doch, kann ich. Oh mein Gott, war das knapp. So. Jetzt wird er... Ja. Jetzt guckt er erstmal. Hä? Was war das? Was ist das? Da ist doch irgendwas, muss doch das sein. Und genau in dem Moment, wo er dorthin guckt, müssen wir rüber. Und dann sind wir so vollkommen uninteressant, obwohl wir direkt an ihm vorbeilatschen. Und wir müssen halt einfach so... Ach, jetzt macht er das... Ja, genau. Jetzt macht er seinen Kreisdrehen wieder. Und wir müssen halt immer zu diesem Bat-Signal, sag ich mal, hinkommen. Das ist so die Schwachstelle, damit wir das überwunden haben. Was machst du, kleine Fledermaus? Und so haben wir es auch mal geschafft, gegen Scarecrow zu widerstehen. Weil wir lassen uns nicht so verfallen von dem Gas selber. Gut, wir sehen zwar auch diese ganzen Sachen... Kannst du mich hören? Bruce, was ist los? Und hören Stimmen. Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Okay. Erstmal Level Up. Ich nehme das Explosivgel, kann in beliebiger Reihenfolge gezündet werden. Oder Gefahrenfall. Im Gefahrenfall wird das Explosivgel automatisch gezündet. Ja, das nehme ich. Das ist ganz praktisch. Weil so können wir nämlich beim Abhauen einfach legen und dann, sobald die da drüber laufen oder beziehungsweise nah genug sind, geht das selbst in die Luft. So, ja, Scarecrow haben wir jetzt auch kennengelernt. Er ist selber mal ein Doktor gewesen in einer medizinischen Fakultät. Vielleicht sogar hier, ich weiß es gerade gar nicht. Wir gehen einfach mal zu ihm. Da, Scarecrow. Jonathan Crane wurde in seiner Kindheit und Jugend schwer gehänselt und schwor sich, seine Ängste durch das Studium der Psychologie und Biochemie zu überwinden. Nach seiner Zwangsexmatrikulation aufgrund verschiedener Experimente an Menschen nahm er die Identität Scarecrow an. Seine Hauptwaffe ist ein Spezialgas, das die Ängste jedes Menschen real erscheinen lässt. Aufgrund seiner kriminellen Schreckensherrschaft ist er einer der gefährlichsten Feinde Batmans. Ja, er selber war aber auch mal Doktor. Und hat halt Experimente durchgeführt und viele dadurch verstört. Man kennt es auch aus den aktuellen Batmans. Taucht er ja in jedem Teil auf. Einer der wenigen Charaktere, der wirklich in jedem Teil auftaucht. Außer Batman. Batman taucht auch noch in jedem Teil auf. Und Alfred. Und ja, und da hat er ja auch die ganzen Leute verrückt werden lassen, damit sie quasi als geisteskrank dargestellt werden und keine... richtige Aussage machen können und ganz viele böse Machenschaften zu vertuschen. So, hier ist auf jeden Fall ein Riddler-Geheimnis. Oder Rätsel. Kein Geheimnis, ein Rätsel. Und zwar, welcher lautlose Killer der Meere kann in einem winzigen Glas gefunden werden? Lautloser Killer der Meere. Im Grunde genommen brauchen wir nur nach einem Glas Ausschau halten. Das einzige Glas, was wir haben, ist einmal hier, aber das sind die nicht. Aber dafür hier, und wenn wir nämlich genau hingucken, können wir, wenn die Kamera will, da, White Shark. Und der weiße Hai ist natürlich ein lautloser Killer der Meere. Und das ist wieder eine Charakterbiografie vom großen weißen Hai. Als der korrupte Investor und Millionenbetrüger Warren White vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte, um dem Gefängnis zu entgehen, ahnte er noch nicht, dass seine Einlieferung nach Arkham das weit größere Übel sein würde. Während er von den anderen Patienten der Anstalt in den Wahnsinn getrieben wurde, kostete ihn eine Begegnung mit Mr. Freeze Haare, Nase, Ohren und Lippen.
White, der nun mehr denn je einem Hai ähnelte, schlief sich daraufhin die Zähne und nannte sich Großer Weißer Hai. Dank seiner Beziehung in der Finanzwelt ist er inzwischen eine feste Größe der Gothamer Unterwelt und betreibt aus seiner Zelle heraus zahlreiche illegale Geschäfte. Ja, wieder mal ein Charakter, den ich auch nur durch das Spiel hier kenne. Aber interessant, der hatte mal eine Auseinandersetzung also mit Freeze. Und keine Kakerlaken mehr an den Wänden. Dafür ganz dezente Pfeile von Joker. Wohin wir denn lang gehen sollen. Und jetzt erfahren wir auch gleich, war es wirklich Commissioner Gordon? Es war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Ja, es war nicht Gordon. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Bett. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Okay, wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. Oh, was ist da denn passiert? Weil ich das hier auch extra nochmal aufstehen. Komische Sachen passieren hier echt mal. Aber leider machen die keine One-Hit. Wo ist ein anderer geflogen? Achso, an die Seite. Und komm, jetzt wieder. Aber dann kann ich sie wenigstens so auf dem Boden ausschalten. Also das ist wirklich echt praktisch, wenn die von alleine explodieren, sobald ein Gegner in der Nähe ist. Okay. Ja, ich auch nicht. So, oh, dich hätte ich beinahe übersehen. So, da sollen wir scheinbar lang. Deswegen gucke ich mich absichtlich mal hier um. Wohin mich das denn führt? Okay, das führt mich hierher. Warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Okay. Das führt mich... Ist das offen? Nee, ist zu. Okay. Ich dachte schon. Weil das führt mich nämlich in den Bereich, wo ich nicht hin kann, wegen der Tatsache, dass mir halt ein bestimmtes Equipment noch fehlt. Und ja, dann folgen wir mal den Pfeilen, die extra für uns gemacht worden sind. Ach Mann, komm. Das Gefühl sollte dich nicht aufhalten, einen Zahn kaputt, Gebiss kaputt zu machen. Geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Ach, Ivo. Sagt er nur, weil er Barbara angeschossen hat. Hier gibt es auch wieder eine Riddler-Trophäe sowieso, aber Rätsel. Und zwar ist dieser Bär ein Fluch von ihm oder sowas. Und zwar ist es nämlich dieser Bär hier gemeint. Bah, schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht zu stolz, Batman. Und das ist für die Charakterbiografie Bane. Da Bane bereits vor seiner Geburt verurteilt wurde, anstelle seines verstorbenen Vaters dessen Gefängnisstrafe zu verbüßen, wuchs er unter unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis von Santa Prisca auf. Sein einziger Freund in diesem Höllenloch war sein Teddybär Osito. Bane flüchtete sich in die Meditation und das Studium unzähliger Bücher und entwickelte so eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit für militärische Experimente. Zur Erforschung des Steroids Venom missbraucht, überlebte er dank seines eisernen Willens als einziger und konnte fliehen. Als Machtbeweis jagte er Batman und brach ihm das Rückgrat, aber dieser überlebte und schaffte es, Bane zu besiegen, indem er die Venomzufuhr unterbrach, der Bane seine übermenschlichen Fähigkeiten verdankt. Genau, Bane ist eigentlich ein Opfer von Venom. Ich sag mal, so einer chemischen Droge, sag ich mal. Dadurch ist er ziemlich aufgepumpt und stark und dies und das und jenes. Ist halt
immer so dargestellt wie dieser, so ein mexikanischer Wrestler mit dieser Maske und alles und manchmal auch so dumm. Dabei hat er das Faustdick hinter den Ohren und so seine typische Attacke, die er sowohl in den Comics als auch in den Filmen macht, ist dieses Rückgratbrechen. Dieses Hochheben und dann schön auf dem Knie drauf Rückgratbrechen. Ja, das hat er auch in dem The Dark Knight Rises gemacht. Und man erfährt auch dort, dass er halt die ganze Zeit in diesem Gefängnis gelebt hat. Und dadurch halt die Zeit hatte, ja, entsprechende Fähigkeiten zu machen. So, hier haben wir auf jeden Fall die Ritterkarte. Ziemlich offensichtlich diesmal. Meine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Und wir sehen, so viele Sachen sind es hier eigentlich gar nicht mal. Hier in dem Raum sind noch drei Sachen. Da sind noch drei Sachen und sonst haben wir hier zumindest alles. Diese drei Sachen, ich glaube, das ist das Rätsel. Da könnte noch ein Tonband sein oder halt eine Trophäe, weiß ich nicht genau. Und dann haben wir ja hier in der oberen Etage sind ein paar mehr Rätsel, die uns noch fehlen. Aber das sind halt Sachen, an die wir noch nicht rankamen, weil uns das Equipment noch fehlt. Oh, da wollte ich gar nicht ganz raus. So, okay, aber ich denke mir mal, Commissioner Gordon werden wir erst in der nächsten Folge befreien. Weil, ich kann es euch ja mal zeigen, hier sind ein paar bewaffnete Leute. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wir haben nicht mehr wirklich die Zeit in dieser Folge, das zu machen. Deswegen setze ich einfach einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.